Gut, dann zeige ich, wie sich eine Learning-Apps auf einer Lernplattform wie Moodle einbetten lässt. Ein Beispiel hier, eine kleine Learning-App und gerade darunter gibt es die Möglichkeiten, wie sich die App verwenden lässt. Die erste Möglichkeit ist dieser Link. Wenn ich den hier aufmache, sieht man, das ist ein Vollbild-Link. Der eignet sich also besonders, wenn zum Beispiel die Lernenden diese App auf dem Smartphone bearbeiten sollen. Damit das leicht auf Ihre Geräte kommt, gibt es hier diesen QR-Code. Den kann ich zum Beispiel auf einen Arbeitsplatz kopieren oder groß am Beamer zeigen. Dann können Sie da direkt auf diese App zugreifen. Dann gibt es die Möglichkeit, diese App einzubetten. Dafür kopiere ich mir hier diesen HTML-Code und gehe mal zum Beispiel auf Moodle. Dieser Aufgabe hier möchte ich das zu oberst einfügen, Einstellungen. Wichtig, ich muss in den HTML-Modus umschalten und zum Beispiel an der obersten Stelle diesen Code hier einfügen und das abspeichern. Und tatsächlich erscheint jetzt hier diese Learning-App auf meiner Moodle-Seite hier. Könntet jetzt lösen. Wird aber nicht getrackt. Also sie ist zwar schön eingebettet, aber ich kann nicht nachvollziehen, wer sie gelöst hat und wer nicht. Darum gibt es noch eine weitere Möglichkeit hier, den SCORM-Link. Den werde ich hier in einem Moment gerade zeigen, wie der funktioniert. Aber bevor ich das tue, noch kurz dieser Teilen-Link hier. Mache den auch schnell in ein neues Tab auf. Das ist mehr oder weniger einfach der genau gleiche Link, der auch hier auch schon oben in der Adresszeile ist. Damit kann ich die App auch mit einem Kollegen, mit einer Kollegin teilen, die dann daraus zum Beispiel eine ähnliche App erstellt oder die ihn halt selber irgendwie einsetzt im Unterricht. Also jetzt noch zum SCORM. Das muss ich mir zuerst hier herunterladen. Das ist ein Lernpaket. SCORM. Hier herunterladen, habe schon mal gemacht, überschreiben und gehe jetzt hier auf meinen Kurs, sage bearbeiten, einschalten und dann kann ich hier neues Aktivität oder Material anlegen und ich möchte jetzt in diesem Fall ein Lernpaket anlegen. Nenne das X2 Lernpunkte Lernpaket. Beschreibung lasse ich leer und im Punkt Lernpaket lade ich diese ZIP-Datei hoch, die ich vorhin heruntergeladen habe. Und mache mal alles aufklappen, damit man die Einstellungen schneller sieht. Hier noch mehr anzeigen, muss jetzt ein paar Einstellungen vornehmen. Übersicht überspringen sage ich immer. Gibt ja nur eine Seite, da brauche ich keine Übersicht. Dann Kursstruktur. Deaktiviere ich, die braucht es nicht. Wie gesagt, ist alles nur auf einer Seite. Das ist soweit mal gut. Dann bei der Bewertung sage ich Höchstnote als Beispiel und eben diese zwei Lernpunkte, die ich da im Titel auch angegeben habe. Dann den besten Versuch. Das soll gezählt werden. Sie können also so oft versuchen, wie Sie wollen, die Lernenden. Und der beste Versuch wird einfach gezählt dann. Dann noch Aktivitätsabschluss, da sage ich jetzt mal, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Und zwar möchte ich, dass Sie da eine Mindestpunktzahl erreichen. Ich sage jetzt mal 1. 2 wären möglich, aber 1 sollen Sie doch erreichen. Und speichere das mir ab hier. Ist das bereit, verwendet zu werden? Ich habe hier mal meinen Teststudent aufgemacht und logge mich als diesen ein. Gehe hier zurück zu dieser Aufgabe, muss die Seite auch nochmal neu laden. Dann sieht man, ich bin jetzt als Test Student eingeloggt und bekomme hier diese App. Löse die jetzt mal durch. Moodle ist eine Lernplattform. WordPress ist ein Blog. Und Mahara ist ein E-Portfolio. Die anderen drei Begriffe, die sind überzählig. Ich kann schnell testen hier. Jawohl, ich habe die richtige Lösung gefunden. Und zum Schluss noch auf Beenden klicken, dass Moodle weiß, ich habe diese App bearbeitet. Jetzt geht es zurück auf die Kursübersichtsseite und jetzt sehe ich hier schon, ist jetzt erledigt. Ich habe eine Bewertung von 1 oder mehr erhalten. Gut, dann wünsche ich viel Spaß beim selber ausprobieren.